Hi, schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an, wie du dein erstes Python-Programm programmieren kannst. Und zwar lernst du, was True und False ist, du lernst, was If-Abfragen sind und du lernst, wie man ein Input macht, also eine Eingabe. Das Ganze zeige ich dir nicht langweilig wie in der Schule oder in der Uni, je nachdem, sondern anhand eines coolen Programms. Und das ist, finde ich, auch sehr wichtig, denn dann hast du auch gleich mal ein Erfolgserlebnis, was leider in der Uni oder in der Schule oft nicht der Fall ist, denn es ist ziemlich mathematisch und langweilig, wie ich finde. Genau, genug geredet, fangen wir an. Also, wir starten mit einer Variable. Was ist eine Variable? Eine Variable ist zum Beispiel ein Integer. Was ist ein Integer? Ein Integer ist ein Zahlenwert. So zum Beispiel. Also in x könnte jetzt ein Zahlenwert drin stehen. Ich werde es ein bisschen beschleunigen, das Ganze. Das war jetzt ein kleiner Einstieg. Aber wenn dir das alles zu schnell geht, gibt es da auch noch ausführlichere Tutorials, wo alles im Detail erklärt wird. Ich versuche das Ganze ein bisschen schneller zu machen und ein bisschen erfolgsorientierter. Genau. Dann starten wir gleich mal mit dem schwierigeren, sage ich mal, aber immer noch leicht im Endeffekt. Also wir wollen ein Programm programmieren, das uns abfragt, ob wir eine Party schmeißen können oder nicht bei den jetzigen Corona-Bestimmungen oder genau. Wir gehen einfach davon aus, dass ab 10 Leuten darfst du keine Party machen, also über 10 Leute und unter 10 Leute darfst du eine Party machen. So programmieren wir das Programm und ja, fangen wir erstmal an. Wir brauchen erstmal eine Variable, die nennen wir Zahl. Da wird dann die Anzahl der Gäste eingespeichert. Und das wird ein Integer. Ist gleich ist das Zeichen dafür, dass wir etwas in diese Zahlvariable reinschreiben. Integer ist der, zeigt an oder sagt uns, dass es eben ein Zahlenwert sein muss, ein gerader, also keine Kommazahlen. Das ist ja auch wichtig, denn es gibt keine halben Menschen. Dann geben wir jetzt Input ein, denn wir wollen in unser Programm natürlich was eingeben. Deswegen Input. Und in dieses Input geben wir jetzt ein unsere Frage. Unsere Frage ist, wie viele Gäste wollen wir denn haben? Dann machen wir einen Doppelpunkt, ein Leerzeichen und das schaut dann auch besser aus später. Das werden wir dann sehen. Und jetzt fragt er uns unten, das sehen wir gleich, in unserer Konsole, wie viele Gäste. Wir können das Ganze mal ausführen, und zwar einfach hier auf dem Pfeil. Jetzt sehen wir hier unten, wie viele Gäste. Wir können jetzt hier was eingeben, da wird aber jetzt nichts passieren, das Programm wird sich einfach beenden. Und ja, aber das Grundgerüst steht schon mal. Jetzt kommen wir zum mathematischen Teil. Schnell wegklicken, bevor es jetzt richtig schlimm wird. Nee, Spaß. Und jetzt kommen wir auch zum True or False. Es gibt Variablen, die können wahr oder falsch sein. Wenn eine Bedingung stimmt, dann ist es wahr, die Variable. Und wenn eine Bedingung nicht stimmt, ist die Variable falsch. Und wir schreiben jetzt erstmal so eine Variable. Y ist unsere neue Variable. Und dazu kommt ein Term. Ein Term gleich. Gut, der ist aber relativ leicht, keine Sorge, denn wir wollen jetzt schauen, ob unsere Zahl größer als 10 ist oder nicht. Oder kleiner gleich. Genau. Dafür geben wir hier kleiner gleich ein, das ist die Abfrage, und dann hier einfach die 10. Ist jetzt nicht allzu schwer bis jetzt. Wenn es Probleme gibt oder Fragen, gerne in die Kommentare schreiben. Dann haben wir das hier. Also wenn unsere Zahl jetzt kleiner oder gleich 10 ist, dann wird y wahr. Und ja, so läuft es. Ganz einfach, oder? Dann kommen wir jetzt zu unserer if-Abfrage. Jetzt wird es schon schwieriger wieder. If. If heißt auf Englisch wenn. Wenn irgendwas passiert, dann mach irgendwas so. Das wird extrem häufig beim Programmieren verwendet, deswegen bringe ich dir das auch bei und das ist auch extrem wichtig. Also wenn jetzt y
irgendwelche true ist oder false, dann passiert das oder das. In unserem Fall wollen wir dann, dass er sagt, hey, mach eine Party oder hey, mach lieber keine Party, weil sonst kann irgendwer vorbeikommen und Stress machen. Genau. Also, ein If-Statement beginnt man immer mit einem If oder eine If-Abfrage beginnt man mit einem If. Aufregend. Und man beendet das mit einem Doppelpunkt. Also, wenn es jetzt true wird, dann macht er das, was jetzt hier kommt. Und hier hat unser Editor das auch schon ganz schlau gemacht. Er weiß, dass wir jetzt hier ein If machen und drückt das Ganze hier ein. Wir sehen, der Cursor ist hier automatisch eins rüber gesprungen. Das könnt ihr euch einfach vorstellen. Alles, was jetzt hier eingerutscht ist, gehört zu dem If, wenn es true wird. Also wenn Y wahr wird. Und wir sagen jetzt, wenn das Ganze passt, dann dürfen wir eine Party machen. Also wenn es unter 10 Leute sind oder 10 Leute, dann dürfen wir eine Party machen. Genau. Und dafür geben wir jetzt einfach Print ein und sagen Party, let's go. Und dann können wir auch sagen, ja, kannst noch mehr einladen. Zum Beispiel. Genau. Das passiert, wenn alles passt, also unser Statement wahr wird. Jetzt kommen wir zum Else. Und zwar rücken wir jetzt wieder eins zurück und geben hier Else ein. Machen auch wieder den Doppelpunkt. Und wenn unsere Zahl größer als 10 ist, dann sollten wir keine Party machen, denn das ist nicht gut. Zur Zeit zumindest. Dann geben wir wieder Print ein und machen wieder dasselbe. Klammern, Anführungszeichen und geben ein, mach lieber keine Party oder lade Gäste aus. Genau. Wenn das Ganze dann fertig ist, dann können wir das speichern mit Steuerung S oder hier Datei speichern. Und jetzt führen wir das Ganze hier mal aus, auf dem grünen Pfeil klicken. Und jetzt fragt er uns wieder, wie viele Gäste. Wir sagen jetzt einfach mal 5 Gäste. Und er sagt uns automatisch, Party, let's go, kannst noch mehr einladen. Okay, probieren wir es mal mit 11 Gästen. Er hat ja gesagt, wir können noch mehr einladen. Dann sagt er, mach lieber keine Party oder lad Gäste aus. Und ja. Das machen wir dann eventuell auch. Und ja, so hast du dein erstes Programm. Es hat sogar einen Nutzen. Und ja, herzlichen Glückwunsch zum ersten Programm. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Abonnier den Channel für mehr IT-Sicherheit und IT. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Schau auf Discord vorbei, schau auf Insta vorbei. Und lass einen Kommentar da, wie dir das Video gefallen hat. Ansonsten, ja, let's go. Happy Programmieren und be part of it. Peace.